Okay, wir haben uns im letzten Video The Onion Router, also Tor, genauer angeschaut, wie man damit anonym surfen kann. Wir kommen jetzt bei der Übertragungssicherheit mal zu PGP, und zwar zu dem Programm RetroShare. Das schauen wir jetzt uns gleich mal in der Theorie und später dann in der Praxis an. Und zwar ist RetroShare ein Web of Trust. Da steht's schon. Das bedeutet, man vertraut seinem Gegenüber, und wie dieses Prinzip funktioniert, das erkläre ich jetzt euch anhand dieser Grafik. Wir gehen mal davon aus, dass wir ganz links hier der Rechner sind und wir haben drei Freunde, also Freund 1, 2 und 3, von oben nach unten gezählt, und einen Freundesfreund hier, das ist ganz rechts der PC. Also was heißt das jetzt? RetroShare funktioniert so, dass ich ähnlich wie vielleicht in Instant Messengern, wie in ICQ, eine Freundesliste habe. Mit Leuten, denen ich also vertraue, wo ich weiß, das sind keine Spione, was weiß ich, Polizisten, sonst was. Die nehme ich in meine Kontaktliste auf, und diese Personen sehen jetzt meine IP-Adresse. Also so viel zum Thema Anonymität. Es sehen also nur die Leute die IP-Adresse, denen ihr das auch quasi gewährt habt. Also ihr bestimmt, wer eure IP-Adresse sieht. Es geht also, wie gesagt, über das PGP-Prinzip. Dabei hat jeder einen öffentlichen Schlüssel, den er mit dem anderen austauschen muss. Der andere kann vielleicht eure IP sehen, aber das bringt ihm nicht viel, denn ohne den PGP-Schlüssel kann er gar nicht eure Dateien, die er anbietet, sehen. Und ob er eure IP sehen kann, das könnt ihr auch nochmal separat in RetroShare einstellen. Ja, das heißt also, wir haben jetzt hier diese drei Freunde in unsere Freundesliste akzeptiert, und die sehen jetzt unsere IP, und mit denen kann ich Dateien tauschen. Und dieser Dateitausch ist wiederum mit PGP also verschlüsselt. Das heißt, diese roten und grünen Leitungen hier, die sind nicht abhörbar, also die sind abhörsicher. Und zu RetroShare kommt jetzt auch noch hinzu, dass das nicht ein reiner Client zum Dateitauschen ist, sondern es gibt Foren, ähnlich wie früher die Newsgroups sind die aufgebaut. Es gibt Chats, es gibt da also drei verschiedene Arten von Chat. Also entweder chattet ihr nur mit euren Freunden, wie beim Instant Messenger. Dann gibt es Lobbys, Chat-Lobbys, also da werden extra Gruppen eröffnet. Oder ihr chattet mit all euren Freunden auch in so einer Art Gruppenchat. Ja, das gibt's einmal. Und dann gibt es auch noch Kanäle, also man kann dann zum Beispiel, ähnlich wie es von YouTube vielleicht bekannt ist, solche Kanäle erstellen und abonnieren. Ist für Programmupdates zum Beispiel ganz sinnvoll. Also es ist wirklich ein Schweizer Messer für Kommunikation, und die eben relativ anonym ist. Also wie gesagt, nur euer Freund sieht die IP, und die Übertragungssicherheit ist auch sichergestellt über die PGP-Verschlüsselung. Jetzt haben wir hier ganz rechts noch einen Computer, das ist der Freundesfreund. Von dem kann man dann auch Dateien laden oder die Foren sehen. Allerdings funktioniert das nur über diesen Knotenpunkt hier, also über euren Freund, den ihr vertraut. Und der ganze Traffic läuft über diesen. Das heißt, die IP wird weiterhin, seht ihr weiterhin nur von dem hier. Von dem hier seht ihr keine IP, und der sieht auch nicht eure, wenn ihr dem nicht vertraut. So, jetzt kommen wir damit mal zum Praxisteil von RetroShare. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel vorbereitet. Das hilft euch dann vielleicht auch selber beim Installieren, weil ich jeden Schritt durchgehen muss. Als erstes gehen wir auf die RetroShare-Website. Link findet ihr in der Beschreibung. Und hier dann auf Downloads. Und ich habe hier einen Windows XP-Rechner. Also werde ich diesen Download auswählen, und ich benutze hier mal in dem Video die portable Version. Ich habe das Gefühl, die läuft etwas stabiler als die Setup-Version. Also einfach draufklicken, und dann werdet ihr schon direkt zum Download weitergeleitet. Die Datei speichern wir, ist eine ZIP-Datei, hat nur 14 Megabyte und ist dementsprechend schnell heruntergeladen. Firefox können wir derweil schon mal zumachen. Ich erstelle jetzt hier auch einen neuen Ordner auf dem Desktop, den nenne ich RetroShare Portable. So, und dann öffne ich auch hier gleich die heruntergeladene ZIP-Datei mit einem Doppelklick. Und ziehe die ganzen Inhalte aus WinRAR dann
hier in den Ordner RetroShare Portable. Wenn das dann abgeschlossen ist, dann gehe ich auf die RetroShare-Exe, mache einen Doppelklick, dass die ausgeführt wird. Und beim ersten Start kommt dann der Assistent zum Erstellen eines Profils. Und ich fülle das jetzt mal beispielhaft aus. Das Passwort solltet ihr recht sicher wählen, da das dann auch für die Verschlüsselung und für euren PGP-Key wichtig ist. Sicher heißt also, sollten mehrere Zeichen drin vorkommen, das heißt Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung ist nicht schlecht und es sollte kein logisches Wort sein. Gut, wir können das jetzt hier mal Notebook nennen, zum Beispiel den Ort. Ihr könnt nämlich mehrere Profile quasi anlegen, also wenn ihr über mehrere Computer reingeht, dann heißt das eine dann halt Notebook, das andere heißt dann Tower oder ähnlich. Und wir gehen jetzt hier auf Generiere neues Profil. Und da wird eben ein PGP-Schlüssel erzeugt. Im Windows Firewall müssen wir es natürlich zulassen. Und jetzt öffnet sich hier die Oberfläche, die ziehe ich mal groß. Und erkläre sie ein bisschen. Viel können wir jetzt allerdings noch nicht machen, weil wir haben ja keine Freunde. Also RetroShare funktioniert so erstmal, da funktioniert erstmal relativ wenig. Also zum Beispiel, wenn ich eine Datei suche, WikiLeaks, werde ich dann ganz einfach nichts finden, weil ich ja mit keinen Freunden verbunden bin. Das sehen wir hier in der Freundesliste, also da ist noch tote Hose. Wenn ich mich jetzt mit einem Freund verbinden möchte, also wenn ich jemanden kenne, der RetroShare hat und dem ich auch vertraue, dann klicke ich hier auf das blaue Männchen. Ich wähle mal hier, gebe das Zertifikat manuell ein aus und komme dann zu so einem Fenster. Jetzt muss ich meinem Freund mein Zertifikat geben. Das ist das obere. Das kann ich hier mit einem Klick einfach in die Zwischenablage kopieren. Jetzt ist es in der Zwischenablage und kann es meinem Freund dann weitergeben und der muss mir seins geben und das kopiere ich hier unten neben rein mit Steuerung V. Das ist zwar natürlich nochmal meins. Aber wenn ich das gemacht habe, kann ich hier, man kann es mal probieren, vielleicht fällt er auf meinen Trick rein, kann ich hier auf Weitergehen. Genau. Und sehe dann, wen ich hinzufüge. Max Mustermann. Also mich selbst in dem Fall bringt natürlich nicht viel, aber da würde dann halt in dem Fall euer Freund stehen. Und ich kann auch sehen, wie viel seinen Schlüssel unterzeichnet haben. Das heißt also, wenn Leute seinem Schlüssel vertrauen, die können den dann unterzeichnen. Also ihm vertrauen, können die den unterzeichnen. Kann dann hier sogar noch eine Gruppe auswählen. Also ich habe im Moment natürlich keine angelegt. Wenn, könnte ich die hier einordnen. Und schließe dann ab. Habe mich dann hier selbst in der Liste, könnte dann hier einen Chat auswählen, was natürlich nicht funktioniert, weil ich es ja selbst bin. Hier habe ich dann, wie in dem Theorieteil, die Möglichkeit, einfach einen Gruppenchat zu starten. Dann chatte ich mit allen, die in meiner Liste sind. In den Chat-Lobbys, da kann ich dann mit auch anderen chatten, die nicht in meiner Liste sind. Da gibt es dann eben Lobbys, einmal öffentliche Lobbys. Da kommt dann jeder rein oder private Lobbys. Da brauchen wir dann eben einen PGP-Schlüssel, um da reinzukommen. Dann gibt es, wie angesprochen, hier oben Foren. Da kann ich entweder selbst welche anlegen, kann welche abonnieren, sehe dann also immer, wenn es da was Neues gibt. Und kann auch selbst reinschreiben und da kann ich mir in der Regel aussuchen, ob ich das mit meinem Namen mache, das reinschreiben oder eben anonym. Hier kann ich Nachrichten schreiben, also E-Mails. Sieht ja Thunderbird jetzt hier recht ähnlich, also soll bekannt sein, diese Oberfläche. Habe hier auch schon die erste Mail bekommen, eine Willkommensmail. Kann Dateien anhängen und so weiter. Ja, die Einstellungen da nochmal, gehen wir nochmal kurz rein. Also ich muss halt schauen, dass mein
Hier sind wir genau, dass man Router UPnP unterstützt. Oder kann eben auch die Ports per Hand freigeben. Und das sollte natürlich dann auch im Windows Firewall dementsprechend freigegeben sein. Aber NAT und DHT sind grün, sprich, sollte eigentlich soweit passen alles. Das sind die Ports, die freigegeben werden müssen. Genau, kann dann hier noch die Geschwindigkeit einstellen. Der Upload ist natürlich hier ein bisschen gering. Ich habe jetzt hier DSL 16.000, da wäre mein maximaler Upload bei 100 kb die Sekunde. Den Download-Level würde sich auch erhöhen lassen. Kann dann natürlich zu den Übertragungen noch was einstellen, wie viel Festplattenspeicher dafür aufgewendet werden soll. Das sind erstmal so die wichtigsten Sachen. Ja, und natürlich noch sollte ich bei Ordnern, kann ich hier die Freigaben bearbeiten. Da soll ich dann natürlich meine Mediendateien oder die Dateien, die ich eben freigeben möchte, hier hinzufügen. Netzwerkweit heißt, dass auch die Freundesfreunde sehen können. Und durchsuchbar heißt, dass quasi, wenn ich auf Dateien gehe, können wir mal hier gleich machen, sehe ich dann hier die Liste, genau meine Dateien, hier habe ich sie und habe nur den Download-Ordner freigegeben. Und so würden es dann auch meine Freunde sehen eben, dass die meine Ordnerstruktur sehen und welche Dateien ich freigegeben habe. Das könnt ihr euch raussuchen, ob ihr das machen wollt. Okay, so viel zur Theorie. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne die Kommentarfunktion benutzen.